Welchen Zusammenhang gibt es eigentlich zwischen der Zufriedenheit der Vertriebsmitarbeitenden und dem Erfolg bei ihren Kunden? Aus dem Servicebereich wissen wir generell, dass Mitarbeiterzufriedenheit ein großer Treiber für Kundenzufriedenheit ist. Und ich verstehe Vertrieb immer als ein Service am Kunden, ein Dienen am Kunden. Natürlich, um Verkaufsergebnisse zu erzielen, und das ist letztendlich der Erfolg. Kundenzufriedenheit spielt in dem Zusammenhang eine große Rolle, weil nur der zufriedene Kunde wiederkommt. Er kauft häufiger, er kauft in größeren Mengen, er empfiehlt weiter. Also Kundenzufriedenheit ist auch ein wichtiger Indikator für Vertriebserfolg. Und Mitarbeiterzufriedenheit, der Mitarbeiter im Vertrieb, ist ein wichtiger Treiber für Kundenzufriedenheit. Insofern ist es extrem wichtig, dass wir eben auch darauf achten, dass unsere Vertriebsmitarbeitenden zufrieden sind mit ihrem Arbeitsumfeld, mit den Rahmenbedingungen. Und das ist insbesondere in den jetzigen Zeiten, wo wir nicht mehr so intensiven Kontakt haben können, für die Führungskräfte eine gewisse Herausforderung. Denn Motivation, Rahmenbedingungen schaffen, Identifikation, Energie aufbauen ist eine wichtige Aufgabe, um die Vertriebsmitarbeitenden mit positiver Attitüde auf die Kunden und sei es auch nur auf dem digitalen Weg loszulassen und zu schicken und denen eben zu dienen. Insofern ist die Zufriedenheit ein ganz wichtiger Treiber und wir sollten das insbesondere in diesen Tagen extrem ernst nehmen und uns bemühen, in der Führung dafür zu sorgen, dass eine positive Energie und Stimmung herrscht. Was sind eure Hinweise und Erfahrungen zu diesem Thema? Wenn ihr Lust habt, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren.